Hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche, meine Damen und Herren. Wussten Sie eigentlich, dass der Bernhard gestern Geburtstag hatte? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Bernhard. Happy Birthday to you. Geklappt? Oh, ich sehe gerade. Vielen Dank. Sehr gerne. Aber die Zahlen vertauscht. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade die. Ich hatte die Torte falsch rum hingestellt. Ja, genau. Die Zahlen waren vertauscht. Oh, ja? Von mir aus sah es richtig aus. Ja, ich wollte erst noch eine Eins davor stellen, aber ich habe gedacht, so ein IQ auf der Torte ist irgendwie auch peinlich. Ja? Können wir jetzt essen, oder? Ja. Ich glaube, das wird eine sehr entspannte Sendung heute. Ja, guck mal hier. Lecker. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt, Ralf, ob dich das motiviert oder ob mich das motiviert? du musst nur von der anderen Seite ja, ja. Genau. So, erstmal herzlich willkommen natürlich auch unseren beiden Gästen. Ja. Ralf. Du warst als Jugendlicher ein sehr guter, aktiver Fußballspieler, bist später Schiedsrichter geworden, das wissen viele immer noch nicht, bist zur dritten Liga gepfiffen. Ja, ja. Also ich habe, muss man sagen, ich habe zu schlecht Fußball gespielt, deswegen musste ich dann irgendwie überlegen, wie geht's weiter. Und dann habe ich gesagt, jetzt wirst du Schiedsrichter, wenn du weiter hochkommen möchtest, dann wirst du halt Schiedsrichter. Das lasse ich jetzt unkommentiert, weil ich weiß nicht, ob Schiedsrichter das jetzt gerne gehört haben gerade. Aber du hast ja sicher viel mit den Leuten geredet, ne? Ja, und mein Ausbildungsleiter damals, der hat gesagt, aus dir wird mal was. Und dann habe ich gesagt, er wäre der Erste, der das mal sagt und erkennt. Und dann hat er gesagt, von wegen, ja, ein guter Schiedsrichter, der kann auch als Unternehmer oder als Kaufmann erfolgreich werden. Ach. Weil du Entscheidungen treffen musst, schnell. Und was du ja immer hast, du hast ja eigentlich, egal wie es läuft, immer 11 gegen dich. Ne? Also es ist ja selten beim Unentschieden, dass beide zufrieden sind. Und insofern hast du eigentlich immer Leute gegen dich. Naja, und das, aus dir was geworden ist, das hast du ja hinlänglich bewiesen. Ja, mit der einen oder anderen richtigen Entscheidung in deinem Leben. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Vielen Dank. Ja. Hier kannst du heute nicht direkt investieren, aber du kannst sozusagen dazu beitragen, dass die Menschen hinter euch später mit ein bisschen Kapital nach Hause gehen. Ich werde hart dafür kämpfen. Ja, ja. Aber er will hart dafür kämpfen, dass sie gewinnen, aber da hast du natürlich was dagegen. Ne? Ja, Jürgen Williams, meine Damen und Herren, im Team mit Elfen. Und das ist ja schon mal sehr gut, weil du ja gute Voraussetzungen mitbringst. Du bist sehr breit aufgestellt, was deine Interessen und Themengebiete betrifft. Mhm. Bist du in den USA geboren? Mhm. Ja. Nee, in München bin ich geboren. Aber was ist dann die amerikanische Komponente? Weil meine Eltern beide Amerikaner sind. Und wenn du als Amerikaner in Deutschland geboren bist, in Deutschland gilt noch das Blutsrecht. Aha. Genau. Gut, dass wir das mal aufklären. Genau. Du bist eine in München geborene US-Amerikanerin. Eine sogenannte Bi-Amerikanerin, bayerische Amerikanerin. Das ist clever. Das ist es, genau. Hast du heute noch beide Pässe? Nein, ich habe nur einen Pass, weil ich eben kein deutsches Blut in dem Sinne habe. Hättest damals nie. Ah, okay, genau. Okay. Aber du hast einen deutschen Mann. Ja, ne? Genau. Er hat einen deutschen Pass. Ne? Genau, und Kinder, die beide Pässe haben. Genau. Da hat es dann geklappt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und lieber Elfen, falls das Thema Musik heute dabei ist, solltest du Judiths musikalische Qualitäten nicht außen vor lassen. Ich weiß. Oh. Ja, wir werden sehen. Ein Duett vielleicht? Nein, das auf gar keinen Fall. Ja. Oh, wow. Naja, ich würde mich drauf freuen. Aber Happy Birthday war nicht schlecht eben. Ja. Ja. Jetzt schauen wir auf die Publikumsverteilung. Hinter Ralf Dümmel und Bernhard sitzen 58 Zuschauerinnen und Zuschauer. 24 davon anwesend, die anderen virtuelles Publikum. Hinter Judith und Elton sind es 42. Aber die sind laut wie 58. Ja? So steigen wir jetzt ein. Hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind das Fragezeichen, Trick 17, Zahlen bitte, andere Länder, andere Sitten, Verbraucher, Umwelt, Tradition, Technik, Musiker, Gesundheit, tierisch, tierisch und total genial. Mhm.
Ich glaube, ich spiele alleine. Bernhard hat mit der Torte zu tun. Ja, aber ich glaube, wenn Bernhard die Torte einmal angeschnitten hat, spielt Bernhard alleine. Ja, das stimmt. Wir können ja mal kurz arbeiten. Ganz was kurz. Lacht dich denn da an? Mich lacht Verbraucher an? Ja, dann nehmen wir Verbraucher. Das ist gut. So Haushaltsverbraucher. Oh ja, das ist Ralfs Thema. Hier kommt die erste Frage der heutigen Sendung. Wer trotz Abbestellung noch unerwünschte, persönlich adressierte Werbepost erhält, sollte sie laut Empfehlung der Verbraucherzentrale A. unfrei zurück an den Absender schicken, B. sammeln und monatlich zur nächsten Poststelle bringen oder C. einscannen und an unerwünschte @werbepost.de schicken? Ich würde B ausschließen, sammeln und monatlich zur Poststelle bringen, das macht eh keinen Sinn. Also entweder schickt man sie zurück, dann muss der Absender dafür zahlen, unfrei. So nach dem Motto, der wird erzogen, dass er es nicht normal macht. Einscannen und unerwünschte Werbepost schicken. Also es kann natürlich sein, dass es eine, also es gibt ja diese Robinson-Liste, die solche Werbepost verschicken, die nehmen die raus, die auf dieser Liste drauf sind, weil die gar kein Interesse haben, jemandem was zu schicken, der es gar nicht haben will, weil das ja eher negativ ist. Deswegen würde ich zu C tendieren, weil es wäre auch nicht nachhaltig und sonst sollten sie es in Zukunft ändern, das, was man nicht haben will, nochmal auf dem Weg nochmal zurückschickt, das macht ja wenig Sinn, ne? Ja, aber warum soll ich das einscannen? Wieso gehe ich nicht auf die Seite? Man sieht, dass du schon ein, zwei Sendungen gemacht hast. Wirklich, das Wort einscannen, hast recht. Ja, aber was scanne ich denn dann ein? Vor allen Dingen die Fotos vom Sofa, was ohne meinen Eltern weh zu tun, die würden beim Einscannen fragen, was sollen wir jetzt tun? Was ist das? Was machen wir jetzt? Und wenn sie persönlich adressiert ist, kann ich mir sogar vorstellen, du schickst sie zurück, dann sehen die das persönlich adressiert und ändern das in ihrem... Das heißt, du... Also ich bin für A. Ich auch. Also, was machen wir? Nehmen wir A. Wir nehmen A. In A. Genau. Wer weiß das besser als du? Na, man ist nur so gut wie sein Team. Ist so. Jetzt sind wir mal gespannt, wie gut. Unerwünschte Werbepost mit persönlicher Adresse kann per Brief oder E-Mail an das Unternehmen abbestellt werden. Bekommen Verbraucher trotzdem weiter Werbung per Post zugesandt, rät die Verbraucherzentrale dazu, die unerwünschte Post zurück an den Absender zu schicken. Dabei sollte die eigene Adresse am besten unkenntlich gemacht und der Briefumschlag mit dem Vermerk unfrei zurück an Absender versehen werden. So muss der Absender die Kosten für die Rücksendung tragen, was meist zur Folge hat, dass das Unternehmen vor zukünftigen Werbesendungen absieht. Richtige Antwort. Jetzt hast du dir ein Stück verdient. Ein Stück für. Ja, aber ein kleines erstmal. Die ersten 500 Euro, Bernhard, du musst uns natürlich noch erzählen, was du Geschenke gekriegt hast. Ach so, ja, natürlich. Ja? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, Elton, ich weiß nicht, was sind denn deine Spezialitäten? Wo kann ich auf dich bauen? Ja, Essen und Trinken ist nicht dabei. Ach so, aha. Essen habe ich hier. Aber such du dir ruhig aus. Ja? Du bist ja gesundheitsmäßig, bist du ja relativ... Ja, nehmen wir tierisch, das hört sich lustig an. Ja. Wenn sich nördliche Seeelefanten einmal im Jahr häuten, dann A. verteilen sie giftiges Methylquecksilber in der Umwelt, B. schimmert das Meer im Umkreis von 3 Kilometern silberfarben oder C. nutzen Hornissen das alte Fell für den Bau ihrer Nester. Halleluja. Puh. Nördliche Seeelefanten. Okay. Giftiges Methylquecksilber, das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, woher soll das kommen, das Quecksilber? Ja. Ist das unter der Haut? Es hat sich da was entwickelt? Ja. Ist ein bisschen strange. Ja, das stimmt. Aber das Meer im Umkreis von 3 Kilometern silberfarben, da müsste ja was in der Haut sein, wie kleine Plättchen oder irgendetwas, was das verursacht, ja? So wie unsere Hautschuppen, die toten Hautschuppen, sehen wir wie Mehl aus. Und bei denen silbert es. Nein, das kann auch nicht sein, oder? Ja, also ich kann mir B auf jeden Fall eher vorstellen als A. Frage ist halt nur, ob die sich alle gleichzeitig häuten. Stimmt. Stimmt. Oh. Ablenkungsmanöver. Ja, aber vom gegnerischen Team, nicht von mir. Ich bin nur der Überbringer. Vielen Dank. Vielen Dank. Unsere Konzentration. Wenn ihr das zukünftig nicht mehr wollt, müsst ihr auf die Robinson-Liste. Gut. Oder zurück an den Absender. Aber wenn da steht, nutzen Hornissen das alte Fell, dann müsste ja dann die alte Haut stehen für den Bau ihrer Nester.
Oh, auch ja, das ist auch sehr, sehr gut gelesen. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie lächelt mich B an. Dass wenn mich du von auch. Oben guckst, ja? dass das denn ein bisschen... Ich habe nur ein einziges Problem. Ja, was ist bei 3,1 Kilometern? Ja, warum schimmert das Meer im Umkreis von 3 Kilometern? Also diese, können wir wieder von vorne anfangen. Also diese Bezeichnung, ist innerhalb von 3 Kilometern ist es silberfahrend. Wenn es 3,1 ist, ist es schon mal falsch. 2,8 auch nicht. Aber meinst du, die nehmen das so ernst? Vielleicht ist es, ohne Scheiß, vielleicht ist es denn doch A. A. Risiko? Ja, ich wir bin nehmen A. Das hätte ich nie genommen. Nimm A. Wissen macht A, sagt unser lieber Kollege Ralf Kaspers ja immer. Nördliche Seeelefanten leben an der Westküste Nordamerikas und finden sich jedes Jahr in ihren Kolonien ein, um innerhalb weniger Wochen ihr Fell und die darunterliegende Hautschicht abzuwerfen. In einer Studie von 2015 konnte nachgewiesen werden, dass dieser Vorgang Auswirkungen auf das regionale Ökosystem hat. Im Fell der Seeelefanten sammelt sich Methylquecksilber. Das giftige Schwermetall gelangt unter anderem durch Kohlekraftwerke in die Atmosphäre und letztlich über das Wasser in die Nahrungskette der Tiere. Durch die gleichzeitige Häutung tausender Tiere erreicht der Giftstoff in konzentrierter Form die Küstengebiete und belastet die dortige Tier- und Pflanzenwelt. So. Sehr gut. Jetzt habt ihr euch ein Päuschen verdient. Die Bernhard ersten 500. Hat in der Zeit mal was gebastelt. Der Kölner ist Dom. Schön. Ja, ich habe mich gehäutet und es zusammengefallen. Sehr schön. Oh, das für mich? Ja. So, dann, wie geht's denn weiter? Umwelt? Okay, Tradition? Tradition ist besser. Okay, Tradition. Lecker. Lecker. Ist entweder Eistorte oder nicht, noch nicht ganz aufgetaucht. Nächste Frage. Bei dem in Ulm am vorletzten Montag im Juli gefeierten Fest Nabada... A. Handelt es sich um das größte FKK-Treffen der Welt? B. Wird die ganze Stadt weihnachtlich geschmückt? Oder C. Befinden sich die Feiernden zu Hunderten auf Booten oder Schiffen? Nabada. Ui, Nabada. Also ich wüsste ja, welches Video ich gerne sehen würde. Aber A nehmen wir nicht. So, ach so, ich war Weihnachtsfan, deshalb. Das könnte Nabada? Nabada, Nabada keine Ahnung. Nabada. Wird die ganze Stadt weihnachtlich geschmückt? Was hieße das denn Juli, also vorletzter Montag? Vor allem Montag? Was ist denn im Juli am vorletzten Montag? Warum wird dann nur... Also, wir reden von einem einzigen Tag, und zwar von dem Montag. Und deswegen ist geschmückt auch, dann schmücken sie die ganze Stadt für einen Tag. Genau, dann wird die ganze Stadt wird weihnachtlich geschmückt und am nächsten Tag wieder weg. Wenn es im Juli ist und du schmückst es, dann machst du es jetzt nicht 4 Wochen. Das ist das erste Mal, dass mich das überhaupt nicht stört, dass die so lange nachdenken. So nach dem Motto, Elton, was glaubst du, wie lange die beiden gebraucht haben? Ja, 2 Stücke. Oder? Ich bring dir gleich den Rest der Torte auch noch. Wir haben das Problem, wenn wir nicht gleich entscheiden, kriegen wir nichts mehr ja, das ab wollen wir von dem Ganzen. Ich habe noch 2 Stücke. Ich bin für C. Ich bin auch für C. Vielleicht gab es da früher so einen Streit zwischen Ulm und Neu-Ulm. Da grenzen doch auch Bundesländer aneinander und sowas alles. Also wir sind bei C, ne? Ja. Wir nehmen C. Vielleicht sind ja 2 Nackte mit dabei. Für ja, dich. Vielleicht ist Nabada ja irgendwas aus dem Schwäbischen. Am vorletzten Montag im Juli wird in Ulm der Schwörmontag begangen. Dieser traditionelle Ulmer Feiertag hat seinen Ursprung im 14. Jahrhundert, als mit dem sogenannten Schwörbrief ein Streit um die Macht im Stadtparlament beigelegt wurde. Am Nachmittag des Schwörmontags wird auf der Donau das sogenannte Nabada gefeiert. An diesem Wasserumzug nehmen hunderte Nabada mit teilweise selbstgebauten Wasserfahrzeugen teil und lassen sich ausgelassen den Fluss hinuntertreiben. Wow. 1000 Euro und ich sag mal so, das eben Gesehene fand ich auch durchaus bildstark, habe ich aber auch noch nie irgendwo gesehen. Ja, genau. Ne? 1000 Euro für euch und was Musik. Nehmen wir? Dann nehmen wir die Musiker. Ja.
Welches Produkt ist im Shop des Louis Armstrong Museums in Queens regelmäßig ausverkauft? Mhm. A. Schulranzen mit der Aufschrift Satchmo. B. Pflanzliches Abführmittel. Mhm. Oder C. Briefmarkenbefeuchter mit dem Gesicht Armstrongs. Also, komisch. Wer denkt sich das aus, dass in einem Armstrong-Museum Abführmittel verkauft werden sollte? Und Schulranzen gibt es eigentlich in der Form nicht wirklich, so wie hier in Deutschland, in Amerika. Okay, sehr gut. Ich hätte auch mich gewundert, weil ich glaube, Schulranzen ist relativ teuer auch. Ja. Warum sollte das immer ausverkauft sein? Also A würde ich erstmal ausschließen. So, pflanzliches Abführmittel. Satchmo, Louis Armstrong, Abführmittel. Was hat Louis Armstrong mit Abführmittel zu tun? Das, ja. Oder hat das was, wenn man so singen will wie er? Ja. Also muss man mit Abführmittel gurgeln? Ja, okay, habe ich mal gerade. Vielleicht verändert sich dann die Stimme. Und das ist ein Gag. Nee. Briefmarkenbefehl. Aber er hat ja Trompete geblasen. Und auch immer sehr dicke Backen gehabt, Wangen gehabt. Ja. Dass man da eine Briefmarke an. Also, das finde ich jetzt ein bisschen strange. Aber vielleicht ist das. Doch. Trompeter, hast du mal. Die sudeln ja alle. Ja. Die haben sehr viel Speichelflüssigkeit. Ja. Vielleicht das ist es dann. Ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht, ja. Weil, wenn du jetzt so machst, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Das Einzige, was mich nervt, ist, weil das so verrückt ist, dass sie das da verkaufen. Warum, also Louis Armstrong Set, warum sollte das. Ich finde also C ein bisschen gemein, Louis Armstrong gegenüber. Ja. Und B würde dafür sprechen, dass die Kantine richtig schlecht ist irgendwie oder so. Elton, weißt du, wie lange du schon über. Wobei, das geht bei dir schnell. Was machen wir denn jetzt hier? Zum Thema. B oder C? Ich finde C zu gemein Armstrong gegenüber. Ich möchte das nicht, dass einer mit einer Briefmarke über Louis Armstrongs Gesicht fährt. Okay. Wollen wir B nehmen? Mach B. Wir nehmen B. Doch, wir nehmen B. Die könnten da ja auch noch gut Muskelaufbaupräparate verkaufen. Das ist ja Louis Armstrong. Der 1901 in New Orleans geborene Jazzmusiker und Sänger Louis Armstrong ist insbesondere für sein einzigartiges Trompetenspiel weltberühmt. Doch er hatte noch eine weitere Leidenschaft, das Essen. Weil er etwas gegen sein Übergewicht tun wollte, schwor er auf ein pflanzliches Abführmittel, was er der Öffentlichkeit auch gerne mitteilte. Dieses ist im Souvenirladen des Louis Armstrong Museums in Queens regelmäßig ausverkauft. Sehr gut. Sollte man neu aufnehmen. Was man hier nicht alles erfährt. Oh Gott. Was hältst du von Technik? Sehr cool. Wenn du es kannst. Wir werden mal sehen. Technik. Ja, da kann man vielleicht drauf kommen. Welches Befestigungsmaterial in den Varianten Flamingo und Entenkopf entwickelten Münchner Ingenieure? A. Klebstoff aus Luft. B. Dübel aus Traubenkernen. Oder C. Klettverschluss aus Stahl. So. Ich gebe jetzt mal zu, dass ich das noch nie gehört habe. Sag mal, jetzt hast du mich in Technik reingelockt. Ja. Also am nachhaltigsten ist natürlich B. Das ist ein Dübel, das ist ein Befestigungsmaterial, Traubenkerne. Und bei Dübeln ist auch die Möglichkeit, dass du unterschiedliche hast. Genau, zwei verschiedene Formen. Flamingo-Variante oder Entenkopf. Also. Ich habe, als ich es gelesen habe, A gedacht. Das ich fand A ist so verrückt, aber ein Klebstoff aus Luft. Also wir reden jetzt ja wirklich von Luft. Was soll denn dann kleben? Da muss ja irgendwas anderes noch drin sein. So, noch mal ganz kurz, Klettverschluss aus Stahl. Das ist natürlich, je nachdem, dass du damit größere Sachen festmachen kannst, wie zum Beispiel Schiffsteile, dass das die Idee ist, ne, im Vergleich zum Nieten oder zum Verschweißen. Aber wenn es so schwierig ist, würdest du denn mit Klettverschluss arbeiten? Aber warum gibt es das dann in den Varianten Flamingo und Entenkopf? Hast du denn was Schönes zum Geburtstag gekriegt, Bernhard, gestern? Ja, ich habe mich über euch sehr gefreut, vielen Dank. Sehr gerne. Das war dieses, ich bin ein großer Messerfreund und die haben mir ein japanisches, handgemachtes Damaszener-Stahl-Messer für die Küche. So sind wir.
Mit dieser glatten Kante vorne, also nicht das, was so ausläuft, sondern das fehlt mir nämlich noch. Ja. Hätten Sie dir nicht Dübel aus Traubenkern schicken können? Dübel aus Traubenkern? Wollt ihr vielleicht dieses Publikum fragen? Wir brauchen wenn wir gar nicht so können, wir fragen, aber ich finde... Für mich war das Erste, ich habe B gedacht, wenn du sagst ja, ich auch, dann... Ich habe auch genau, dann lass uns B nehmen. Ja. Ja. Wir nehmen B. Ist es B? Flamingo und Entenkopf halten Temperaturen über 800 Grad Celsius und aggressiven Lösungsmitteln stand. Außerdem verfügen sie über eine Haltekraft von bis zu 35 Tonnen pro Quadratmeter. Es handelt sich dabei um bereits 2009 an der TU München entwickelte Modelle eines Klettverschlusses aus Federstahl. Der Stahl hat eine besondere Festigkeit und ist zugleich elastisch, sodass die Verbindungen stabil, aber auch wieder lösbar sind. Ihre tierischen Namen verdanken die Modelle ihren jeweiligen Hakenformen, die an einen Entenkopf erinnern oder an einen Flamingo auf einem Bein. Tja, jetzt machen wir's. Jetzt macht's Sinn, ne? Bleibt bei 1000 Euro für euch die Chance, in Führung zu gehen. Ein gutes Thema. Ja, Gesundheit. Okay. Warum raten Rheumatologen von der als Hausmittel bei Rheuma verbreiteten äußeren Anwendung von Brennnesselblättern ab? Ui. A. Eine zu hohe Durchblutung kann entzündliche Prozesse verstärken. B. Enthaltene Kieselsäure verlangsamt den Stoffwechsel. Oder C. Es kann eine Resistenz gegen Rheuma-Medikamente entstehen. Ui. Poh. Ui. Das hört sich alles sehr schlüssig an. Seid ihr fertig mit euren Kuchen? Ja, ich bin fertig. Dann nehme ich euch das mal hier aus dem Bild. Vielen Dank. Sehr gerne. Also, ich bin schon öfter in Brennnesseln gelandet. Bist du auch schon öfter in Brennnesseln gelandet? So richtig reingefallen nicht, aber ja, öfter schon mal Kontakt gehabt. Ja? Ja. Ich würde auch C erstmal ausschließen. Warum sollte das eine Resistenz gegen Rheuma-Medikamente? Warum? Es ist ja eine Hautreaktion. Ja, aber unsere Haut nimmt ja alles auf. Nicht ablenken. Nicht Eltern. Eltern. Dame. Halleluja. B und C entsteht doch im Prinzip wirklich nur im Inneren des Körpers. Ja, aber die Haut ist unser größtes Organ und nimmt viel. Du kannst auch über die Haut dich selbst vergiften. Ja. Hast du nicht gewusst, ne? Ja, ich weiß aber, dass man, wenn man in Alkohol badet, dass man auch besoffen werden kann. Ja? Hast du schon gemacht? Hast du schon gemacht? Es gab da mal einen Test. Aber A ist so platt. Ja, aber manchmal ist auch das Platte hier richtig. Ja, auch das ist richtig. Ja, das ist ja ein Tipp für die Gesundheit, dass man das halt nicht machen soll deswegen. Das geht ja nur um die Stellen, um die entzündlichen Stellen. Dann nehmen wir A. Wir nehmen A. Mhm. Als weitverbreitete vermeintliche Hilfe bei rheumatischen Beschwerden gilt das Einreiben der schmerzenden Körperstellen mit Brennnesselblättern. Die Deutsche Rheuma-Liga rät hiervon allerdings ab. Denn die dadurch ausgelöste Hautrötung und intensivere Durchblutung kann immunologisch bedingte rheumatische Entzündungen sogar verstärken. Das hast du doch ganz am Anfang gesagt. Ja. Super. Interessant. Ihr bleibt fehlerfrei, 1500 Euro. Jetzt geraten wir unter Druck, ne? Such du besser aus. Ah. Ah, noch ist lange nicht. Lange nicht vorbei. Zahlen bitte. Ist eine Schätzfrage, ne? Ist nicht, da geht's nicht um Kneipe. Zahlen bitte, ich zeig's dir mal. Ja, dann können wir ja immer noch überlegen. Und ich glaube, rechnen kann der Ralf durchaus. Ja, ich kann sagen, das müsste eigentlich. Jedes Jahr landen laut Schätzungen der University of Florida bis zu 14.000 Tonnen A. Müll auf dem Mount Everest, B. Weltraumschrott auf der Erde oder C. Sonnencreme im Meer. Also, ich würde nur A ausschließen. Weil 14.000 Tonnen, das ist jetzt... Du musst ja auch mal hochbringen, ne? Ja, das ist wirklich viel. Finde ich jetzt so vom Gefühl. 14.000 Sonnencreme im Meer. Da würde ich fast sagen, das ist noch mehr. Echt?
weltweit, weißt du, wie viele Leute ins Wasser gehen und jeder ist eingeschmiert mit Sonnencreme. Jetzt wiegt das nicht so, aber was meinst du, was dafür? Also mein Gefühl war zuallererst B. Weltraumschrott auf der Erde. Jetzt natürlich, das schlägt jetzt nicht überall ein, aber alles, was sie da hochschießen, geht irgendwann zurück und landet dann so in Asche und Staub. Ich finde das nur relativ viel. Und überleg jetzt, weil echt, das glaube ich. Ja, weil mein erster Gedanke war die Satelliten, aber das sind ja nur die, die da oben sind. Also alles, was als Weltraumschrott auf der Erde landet, muss ja erstmal in den Weltraum geschossen worden sein. Jetzt überlege ich nur, wie schwer ist so eine Rakete? Leicht über 14.000 Tonnen eine. Das haut schon hin, ne? Meinst du? B. A. B. B. Ich dachte ja immer, der Weltraumschrott wäre das, was da noch kreist. Nee, alles. Nee? Okay, alles. Alles. Einige Chemikalien in Sonnencremes sind sehr schädlich für die Umwelt, wie die UV-lichtfilternden Stoffe Octinoxat und Oxybenzon. Sie sind mittlerweile in vielen Gewässern zu finden, zum Beispiel in der Antarktis oder im Südpazifik. Forschende schätzen, dass pro Jahr 4.000 bis 14.000 Tonnen Sonnencreme ins Meer gelangen. Einerseits durch Badende mit aufgetragener Sonnencreme, aber auch durch Abwasser, zum Beispiel durch abgeduschte Sonnencreme. Experten raten, nach dem Auftragen der Creme 15 Minuten zu warten, ehe es ins Wasser geht, damit weniger Schadstoffe ins Meer gelangen. Bleibt bei 1.000 Euro. Von beiden aus. Gut. Total genial. Total genial. Ja. Wie lässt sich erkennen, ob länger gelagerte Gewürznelken noch aromatisch sind? A. Sie erzeugen beim Aufeinanderreiben ein quietschendes Geräusch. B. Darüber gestreutes Backpulver bleibt nicht an ihnen haften. Oder C. Sie schwimmen im Wasser senkrecht mit dem Stiel nach unten. Kenne ich mich leider nicht mit aus. Meine Familie lacht sich jetzt tot, weil ich glaube, ich bin eine ganz schlechte Hausfrau. Aber das ist doch, wenn ihr es beide nicht wisst, das ist doch eine Frage fürs Publikum. Ja, ich doch sofort. Ja. Ich könnte mir allerdings C vorstellen. Mhm. Weil Nelken, du bekommst ja auch Nelkenöl. Mhm. Und wenn die sehr trocken sind, ist das Öl vielleicht schon diffundiert. Ja. Und da habe ich auch, an das Öl habe ich auch gedacht. Das Problem ist, es passt alles drei. Weil wenn da noch viel Öl drin ist, dann quietschen die. Stimmt. Wenn du bleibt nicht an ihnen haften. Also dann ist wahrscheinlich B. Ich würde B ausschließen. Warum nur Backpulver? Warum nicht zum Beispiel Mehl oder ein anderes Pulver? Weil es leichter ist. Okay, aber auch da, wie du selber sagst, wegen dem Öl, da würde ich eher sagen, wenn es haften bleibt, dann ist es vielleicht noch frisch, weil das noch ölig ist. Stimmt. Also A oder C. Ich bin ein bisschen für A, ich weiß es aber nicht und ich glaube, das Publikum, da wird bestimmt jemand backen oder mit... Ja. Ich will fragen das Publikum. Mal schauen. Von wegen, du hast zuvor an das Öl gedacht, du hast an Glühwein gedacht. Ja. Nein. Keiner. Was? Ah! Sehr gut. Super. Hallo. Wie heißt du? Franzi. Woher kommst du, Franzi? Aus Coswig-Anhalt, bei Lutherstadt Wittenberg. Ja, mir musst du das nicht erklären, Franzi. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren. Richtig. Alle an der Saale. Franzi, mit wem bist du hier? Ich bin mit Sarah hier. Ja, hallo mit Sarah. Single Steffi. Okay, alles klar. Und ihr müsst offensichtlich auch wieder nach Hause und deswegen habt ihr euch aufgeteilt. Richtig. Okay, Franzi. Deine Erfahrung mit Gewürznelken? Meine Mama macht die immer mal am Rotkohl ran und ich würde auf C tippen. Okay. Ist aber auch nur geraten, okay. Weil die halt so aussehen und so schön schwimmen können. Verstehe, alles klar. Ja, im Rotkohl sind sie auch manchmal zu finden. Ne? Ja. Grüße an die Mama von Franzi. Super, Franzi, gut. Wollen wir mal gucken. Gewürznelken enthalten ätherische Öle, die für das typische intensive Aroma und den starken Duft sorgen. Um festzustellen, ob zu Hause gelagerte Gewürznelken noch aromatisch sind, kann der Schwimmtest helfen. Dafür werden die Gewürznelken in eine Schale mit Leitungswasser gegeben. Sind sie frisch und enthalten noch viel Öl, schwimmen sie wie eine Boje mit dem Köpfchen nach oben und mit dem Stiel nach unten im Wasser. Haben sie an Aroma und Öl verloren, sind sie leichter und schwimmen daher waagerecht auf der Wasseroberfläche. Sehr gut, Franzi.
Viele Grüße nach Coswig. Zumindest für euch beide gibt es die Option auf eine Rückfahrt. Ja? Ihr steht bei 2000 Euro. Sehr gut. Wir haben noch das Fragezeichen. Trick 17, andere Länder, andere Sitten und Umwelt. Wir sollten Trick 17 nehmen, Haushaltsfrage. Und wir sollten dann vielleicht auch das Publikum fragen, wenn wir nicht wirklich sicher sind. Ja. Vielleicht ist jemand aus Coswig Anhalt hinter euch. Jetzt kann man. Zahnpasta hilft dabei. A. Sich hautschonend zu rasieren. B. Ledersessel von Tierhaaren zu befreien. Oder C. Magazin- oder Buchseiten leichter umzublättern. Es, bis auf das hautschonend rasieren, das würde ich ausschließen. Ledersessel von Tierhaaren zu befreien. Also grundsätzlich kann ich mir sowas vorstellen, du machst Zahnpasta und saugst das dann auf. Aber ganz ehrlich, einen ganzen Sessel mit Zahnpasta einstehen, um dann Tierhaare zu befreien. Also in irgendeinem kleinen Eck oder sowas, wenn man da irgendwie nicht drankommt oder ich habe keine Ahnung was. Naja, Magazin oder Buchseiten leicht, um das um zu verhindern, dass du immer den hier machst. Wir haben ja keine Ahnung, ne? Nee, wir ich bin auch verunsichert. Seit ich keinen Kuchen mehr habe, bin ich verunsichert. Genau, und seitdem wir auch etwas schlechter geworden sind, werden wir beschimpft, dass wir so schlecht sind. Ich würde auch sagen, wir befragen. Wir fragen das Publikum. Wir fragen mal das Publikum einfach nur um. Und. Ah, guck mal! So. Das ging schnell! Oh. Hallo? Du bist. Ich bin Harald, komme aus Detmold. Hallo, Harald aus Detmold. Ist eine schwierige Sache eigentlich, aber ich würde wirklich A sagen. Weil die anderen Sachen einfach Sessel einreiben mit Zahnpasta, nein. Und ja, Magazin, Bücher umblättern, nein. Ich sag mal A. Ah, also Zahnpasta auftragen und dann trocknen lassen, dann abziehen. Ja, trocknen lassen nicht unbedingt, sondern feucht. Okay. Einfach bei einer Nassrasur, ja. Minz okay. Und sowas. Nassrasur mit Zahnpasta. Es hilft ja dabei. Nicht ja, vielleicht ein neuer Trend. Ich hätte es auch genommen. Mit trockenen Fingern lassen sich Magazinen oder Buchseiten nicht gut umblättern, denn die einzelnen Blätter können damit oft nicht voneinander getrennt werden. Hier hilft etwas Zahnpasta. Sie enthält neben Fluorid und Tensiden insbesondere Feuchthalte- und Bindemittel. Wird eine kleine Menge Zahncreme auf die Fingerspitzen gegeben und verrieben, haften die Seiten besser an den Fingern und das Umblättern fällt deutlich leichter. Okay. Ah. Richtig gehabt. Ich habe die Vermutung, Harald ist mit 5 Freunden hier und die sitzen alle da drüben. Es bleibt bei 1000 Euro. So. So. Ach komm, ich finde es immer interessant, rumzukommen. Wir nehmen andere Länder, andere Sitze. Ja, sehr gut. Was war in den 2000er Jahren in London für genau 10 Minuten am Tag erlaubt? A. Betreten des Rasens im Regent's Park. B. Fütterung der Tauben am Trafalgar Square. Oder C. Fotografieren der Wachsoldaten vor dem Buckingham Palace. Ui. Also ich bin viel in London. Und fotografiert werden diese Wachsoldaten doch ständig. Okay, C schon mal raus. Mhm. So, B ist natürlich eine Geschichte. Wenn immer die ganze Zeit Tauben gefüttert werden, dann kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Vielleicht gab es nur 10 Minuten, wo man die hätte füttern dürfen. Führt uns zu A, ne? Weil die Tauben sind ja immer etwas ein Problem in jeder Stadt. Da wird dem Futter ja alles Mögliche an Hormonen und sonst was beigegeben, um die Vermehrung einzudämmen. Mein Bauchgefühl sagt A. Wenn die Frauen, die da auf den Rasen gehen, alle so Schuhe anhaben wie du heute. So wie ich heute hier, ja. Hier, dann kann man den wunderbar vertikutieren. Genau, dann kann man ihn lüften. Ja, genau so. Ja, mit 10 Minuten. Läufst du einmal drüber, ist es erledigt. Sparst du dir den Gärtner. Ja, also wollen wir dann A nehmen? Komm, wir nehmen A. Wir nehmen A. Ja, wir nehmen A. Nehmen A, schauen wir nach London. Im Jahr 2000 übernahm der Brite Kenneth Livingstone das Amt des Bürgermeisters in London und machte es sich zur Aufgabe, den weltberühmten Trafalgar Square attraktiver zu gestalten. Um den Platz von Taubendreck zu befreien, beschloss Livingstone, die Zahl der Vögel durch diverse Maßnahmen, wie den Einsatz von Falken und ein Verkaufsverbot von Vogelfutter, zu reduzieren. 2002 erteilte er einer Tierschutzorganisation die Erlaubnis, die Tauben jeden Morgen für genau 10 Minuten zu füttern.
Diese wurde 2006 jedoch entzogen, nachdem eine zweite Organisation nachmittags die Vögel illegal mit Nahrung versorgt hatte. Oh. Und das hat gut funktioniert, weil die Zahl wirklich, es gab zeitweise ein paar tausend Tauben und das ist dann auf ein paar hundert zurückgegangen. Ja. Also, es bleibt bei 2000 Euro. Ihr könnt wieder ein Stück rankommen. Ja. Letzte Frage. Fragezeichen oder Umwelt? Fragezeichen kann alles sein? Kann alles sein. Ich würde eher Umwelt nehmen. Umwelt. Mhm. Da kann man eher vielleicht mal was gehört haben oder sich das. Was herleiten. Unternahmen Forschende 2018, um einheimische Pflanzen effektiver in den Prärien der Vereinigten Staaten wieder anzusiedeln? A. Sie bewässerten die Gebiete mit Meerwasser. B. Sie versetzten Saatgut mit Chili-Pulver. Oder C. Sie siedelten tausende Streifenhörnchen um. Einheimische Pflanzen. Also, ich war ja bei B sofort bei, dann ist es scharf und die Streifenhörnchen oder wer auch immer das haben will, frisst es nicht mehr weg. Bums kommen die blöden Streifenhörnchen als eigene Antwort. Aber sie wollen das natürlich, also in der Prärie, das heißt, das wird ja eine größere Fläche gewesen sein. Also, ich würde A nur ausschließen. Ich auch. In Salzwasser, also warum? So. B gefällt mir am besten. Ich meine, Pflanzen sind ja scharf, damit sie nicht gegessen werden von anderen Tieren. Das ist ja der Sinn von Schärfe. Ich habe keine Ahnung. Ja, eigentlich keine. Ich bin auch eher am ehesten bei B. Ja, dann lass uns das, bevor wir ausschließen. Zu unser Gefühl, wir schließen das aus. Das wir haben gar eh jetzt nicht, wir sind eh total verunsichert. Und es wird total schlecht bis jetzt. Also mehr als meine Hände verschränken kann ich nicht. Ich kann sie nur noch irgendwie komplett um mich herumwickeln. Ja, B? Wir nehmen B. Ja, wenn man den Prärien Saatgut mit Chili-Pulver ausbringt, dann entstehen da blühende Schafweiden. Natürliche Grasländer wie die nordamerikanischen Prärien gelten als stark bedrohte Ökosysteme. Naturschützer versuchen daher, ausgetrocknete Flächen durch das Aussehen einheimischer Pflanzen wieder zu regenerieren. Ihre Pläne werden jedoch regelmäßig von hungrigen Hirschmäusen durchkreuzt. Forschende der Rocky Mountain Research Station ummantelten ihr Saatgut 2018 daher mit Chili-Pulver, um den Nagern den Geschmack daran zu verderben. Mit Erfolg! Bei den Chilisamen war die Fraßrate um 86% geringer, wodurch deutlich mehr Pflanzen keimen konnten. Richtige Antwort, 1500 Euro. Und eine Frage noch für Judith Williamson-Elton aus der Kategorie Fragezeichen. Anfang 2022 fuhren viele Südafrikaner ohne gültige Fahrerlaubnis, weil A. der einzige Führerscheindrucker in Deutschland repariert wurde. B. viele Führerscheine denselben biometrischen Fingerabdruck hatten. Oder C. eine Behörde Personalausweise mit Führerscheinen verwechselte. Also A würde ich mal ausschließen. Ja. Viele Führerscheine denselben biometrischen Fingerabdruck hatten. Und die haben es vielleicht gar nicht gewusst. Die sind ja nicht willentlich ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren. Und im Nachhinein haben sie verstanden oder kommuniziert bekommen, dass überall der gleiche Fingerabdruck drauf war. Und damit war ihr Führerschein ungültig. Also ich kann mir deine Erklärung sehr gut vorstellen. Ja? Ich überlege die ganze Zeit, was bei C. Eine Behörde hat Personalausweise mit Führerschein verwechselt. Ja. Aber selbst wenn die das verwechseln, haben die doch trotzdem einen Führerschein. Ja, genau. Also genau. Wenn, dann hat denn die Behörde doch was falsch gemacht, aber richtig. Doch nicht. Komm, es muss dann, dann B sein. Kann es nur B sein. Weil nur dann ist er ungültig. B. 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 Es war Anfang 2022. Ja, ja, nicht lange her. Anfang. In Südafrika muss ein Führerschein zurzeit alle 5 Jahre erneuert werden. Dafür wurden in den 1990er Jahren Führerscheindrucker angeschafft. Laut Zeitungsberichten ging Ende 2021 die letzte dieser Maschinen kaputt und musste zur Reparatur nach Deutschland geschickt werden. Dadurch waren Anfang 2022 viele Südafrikaner ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Verkehrsminister M. Balula kündigte eine Überarbeitung des Führerscheinsystems an. Oh, oh. So ein
Es bleibt bei 2.000 Euro. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Ralf Dümmel und Bernhard haben 1.500 Euro auf dem Konto. Judith Williams und Elton haben 2.000 Euro erspielt. Und so geht's jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der unsere heutige Masterfrage kommt, ist Flaggen. Flaggen. Und beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Auf der Flagge welches Landes befindet sich die Abbildung eines Tempels? A. Kambodscha. B. Vietnam. Oder C. Thailand. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben gesetzt, haben Geld eingesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Wir sind gleich zurück, dann gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Kommen zurück, meine Damen und Herren. Gleich gibt es die Entscheidung hier bei uns. Heute zu Gast Ralf Dümmel. Im Team mit Bernhard, die beiden haben 1.500 Euro erspielt. Und ihnen gegenüber Judith Williams im Team mit Elton. Die beiden haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Auf der Flagge welches Landes befindet sich die Abbildung eines Tempels? A. Kambodscha, B. Vietnam oder C. Thailand? Wie viel Geld haben die beiden Teams gesetzt? Ralf Dümmel und Bernhard haben gesetzt. Alles. Judith Williams und Elton haben gesetzt. Auch alles. Oh. Naja, noch ist die Begeisterung groß. Ne? Ich möchte noch mal daran erinnern, falls beide Teams falsch liegen, fallen sie auf Null zurück. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Ralf und Bernhard tippen auf. Antwort A. Naja, scheiße. Team Elton tippt auf. Ich hab falsch. Antwort C. Ja, ich hab falsch. Also Vietnam ist es, glaube ich, nicht. Nee, das sind so Vietnam Mist, ist ey. Eine rote Flagge. Mist. Oh, scheiße. Nein. Kambodscha sind drei horizontale Streifen, mittig rot, oberhalb und unterhalb zwei blaue Streifen. Und Thailand zeigt die Flagge einen horizontalen blauen Balken. Ober- und unterhalb liegen zwei weiße Streifen, gefolgt von zwei roten Streifen. Ja. Nochmal, wo sind jetzt die roten Streifen? Die sind ganz unten und oben. Und eine Tempelanlage ist zu sehen auf der Flagge von Kambodscha. Antwort A ist richtig. Bernhard, 3.000 Euro. Das war Eltens Geschenk an dich, nachträglich zu deinem gestrigen Geburtstag. Ihr werdet es auspacken, hoffe ich. Ja. 3.000 Euro heißt für alle die, die sich für euch entschieden haben, die hinter euch Platz genommen haben, 51,72 Euro. Und lieber Ralf, es bleibt dabei. Ihr werdet das noch ausdiskutieren. Ne? Ja, wir brauchen zum Trost ein Stück Kuchen. Ja, unbedingt. Das werden wir organisieren können. Herzlichen Dank an unsere beiden Gäste. Danke, Judith Williams. Danke, Ralf Dümmel. Viel Erfolg euch beiden weiterhin. Danke an Bernhard und Elton. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn es wieder heißt, wer weiß denn sowas hier im Ersten. Tschüss, meine